Wir werden nächste Woche im Landtag unseren Beschlussantrag vorstellen, der den strategischen Vorrat an Schutzausrüstung beinhalten wird. Die Corona-Pandemie hat nicht nur in Südtirol gezeigt, dass der Mangel an adäquaten Schutzausrüstungen und auch Schutzmasken, Gesichtsmasken, Beatmungsgeräte und so weiter zu ernsthaften Folgen führen kann. In Südtirol waren diese vor allem natürlich in den Seniorenwohnheimen besonders spürbar, wenn wir uns zurückerinnern. Erst inmitten des Höhepunktes, Ende März, wurden die Seniorenwohnheime mit adäquater Schutzausrüstung ausgestattet. Irgendwann in dieser ganzen Geschichte hat sich dann auch die Europäische Kommission dazu bewogen und auch beschlossen, dass künftig ein strategischer Vorrat an Schutzausrüstungen angelegt werden soll. Allerdings bedeutet dies noch lange nicht, dass dann auch Südtirol eine Versorgungssicherheit hat. Ich denke, dass Südtirol auch hier einen eigenen Weg gehen muss und auf sich selbst schauen muss, denn wir haben auch in dieser ganzen Krise gezeigt, wenn man von Italien abhängig ist, beziehungsweise auch die gesamte Organisation, dann ist man irgendwo verloren. Und ich denke, gerade wenn es um den Schutz, um die Bevölkerung geht, aber auch zum Schutz des eigenen Sanitätspersonals, ist es wichtig, dass wir diesen Vorrat anlegen, diesen strategischen Vorrat. Die Kosten, glaube ich, sind auch absolut vertretbar, wenn man dafür sich einen weiteren Lockdown ersparen kann und die ganzen Folgekosten sich ansieht. Und wenn man sich chronologisch zurückerinnert, dann war es so, dass Ende Jänner der Sanitätsbetrieb in einer Pressekonferenz gesagt hat, es bestünde absolut kein Grund zur Panik. Zwei Wochen später wurde noch einmal öffentlich bekräftigt, dass Südtirol für den Ernstfall, für den Notfall absolut gerüstet sei. Und wir wissen, was dann passiert ist, dass das absolut nicht der Wahrheit entsprochen hat, sondern dass der Sanitätsbetrieb kurz vor dem Kollaps war, gerade was die Schutzausrüstungen anbelangt. Und ich denke, wir haben alle gesehen, wie schnell Dinge, die man nicht vorhersehen kann, passieren können. Und deswegen wäre es wichtig, dass Südtirol hier auch diesen Schritt macht, weil es einfach um den Schutz der Bevölkerung geht.